Willkommen beim Tutorial für die Käsezwiebelwaffel mit Ofentomaten und Kräuterricotta. Die Zutaten: halbierte Tomaten, Ricotta, Mehl, hier ein etwas feineres Instantmehl, nicht wundern, geriebener Käse, bei mir Emmentaler, eine kleine Zwiebel, Eiweiß und ein ganzes Ei, gemischte Kräuter, nach Wahl getrocknet, tiefgekühlt oder frisch, etwas Milch, noch ein wenig Kräuter zum Bestreuen, Zucker, Backpulver, Balsamico-Essig und Olivenöl. Fettet ein Backblech und legt eure Tomatenhälften darauf. Anschließend gebt ihr jeweils ein wenig vom Zucker, Olivenöl, Balsamico-Essig, den Kräutern und ein wenig Salz darüber. Bei 160 Grad im heißen Backofen dürfen die Tomaten jetzt eine Stunde lang schmoren. So sehen die Tomaten dann nach einer Stunde im Backofen aus. Die kommen jetzt erstmal zur Seite und wir widmen uns dem Waffelteig. Für diesen gebt ihr ganz einfach euer Mehl, die Zwiebeln, das mache ich gleich noch, den Käse. Ihr könnt auch übrigens anderen Käse verwenden, wenn ihr möchtet. Also zum Beispiel Parmesan geht auch wunderbar. Hatte ich jetzt leider noch nicht zur Hand. Die Milch, Backpulver und das Ei in die Schüssel und verrührt alles zu einem einigermaßen ebenmäßigen Waffelteig. Gebt eure Eiweiße in eine Schüssel. Schwing. So. Jetzt gezeigt, sieht man nicht mal. Also jetzt ist es drin. Und schlagt es schnell. Hebt nun manuell einfach euren Eischnee unter den schon fertig gerührten Teig. Beziehungsweise hebt. Soll ja nicht wieder in sich zusammenfallen, falls ich gerade rührt gesagt habe. Während euer Waffeleisen vorheizt, gebt ihr einfach eure selbst zusammengestellten Kräuter zum Ricotta. Ich habe hier jetzt eine Mischung aus Petersilie, Oregano, Basilikum, alles Mögliche, was ich so da hatte und mir gut zu Käse, Zwiebel und Tomate vorstellen konnte. Und die gebt ihr also zum Ricotta und verrührt es einfach. Nein, Katzi, du kriegst nichts ab. Das Waffeleisen ist eingefettet, heiß, der Teig ist bereit, also versuchen wir unser Glück. Ich bin immer ein bisschen ein Pechvogel bei Waffeln. Ich weiß auch nicht wieso, ich schaffe es immer, sie zu voll oder zu wenig voll zu machen und ankleben tun sie auch, egal wie sehr ich mich beim Einfetten bemühe. So, ihr seht, der Teig fließt nicht ganz so sehr wie bei süßen Waffeln gewohnt auseinander, das heißt, wir verteilen ihn ein bisschen. Es gibt noch ein bisschen in die Mitte. An den Rändern macht es hoffentlich von alleine. So. Und dann mal Deckel zu und Daumen drücken. Und so könnte dann die fertige Kombination aus schön goldbraun gebackenen Waffeln, den Ofentomaten, dem Kräuterricotta und ein bisschen frischem Basilikum aussehen. Ich wünsche euch viel Spaß und guten Appetit!